Hey ho und willkommen zu einer weiteren 100% Zonenvideo. Wir befinden uns immer noch auf dem Planeten Zulorgos. Wir sind im Geschwürwald angekommen. Das ist auch wieder so ein Name im Deutschen, wo ich mir denke, also ich hätte es auch nicht besser übersetzen können, aber er klingt halt einfach komisch. Auf jeden Fall, diese Zone ist eine DLC-Zone. Das heißt, wenn ihr das zweite DLC, besser gesagt, wenn ihr das zweite DLC, Guns, Love and Tentacles nicht besitzt, könnt ihr diese Zone nicht finden. Ihr könnt generell den Planeten Zulorgos nicht finden. Diese Zone ist eine Zone, in der ihr sozusagen einmal hingeht, beziehungsweise zwei, also ihr geht einmal noch hierhin als Nebenmission von Burton Briggs, Teil 3, also die Nebenmission von Burton Briggs, Teil 3, da geht ihr da einmal hin. Und auf jeden Fall, diese Zone ist eine sehr, sehr lineare Zone. Sie sieht jetzt hier gerade etwas ein bisschen freiläufiger aus, als er ist. Ihr könnt aber wirklich, das ist sehr, 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 sehr linear. Wir haben eventuell einen Bossfight am Ende. Ich weiß ja nicht, wie ich drauf kommen könnte. Aber diese Zone ist eine Zone, in der ihr euch, wie gesagt, relativ kurz aufhaltet. Sie allerdings dementsprechend auch nicht so viel bietet. Wir haben hier eine Schnellreisestation, das ist die am Anfang. Das finde ich leider sehr schade. Ich hätte gerne hier in der Mitte noch so eine Schnellreisestation. Das würde manche Sachen ein bisschen einfacher machen. Wir haben zwei rote Kisten. Eine Endboss-Kiste, also Endboss ist hier, dann ist die letzte rote Kiste da. Das spoilere ich jetzt schon mal. Das ist nämlich also ich nenne die Dinge Endboss-Kisten. Und wir haben eine versteckte Kiste. Die ist jetzt, kann ich lügen? Ich weiß nicht, ob sie da im Gewirrwarr ist oder da im Gewirrwarr ist. Da muss ich nochmal gleich gucken, wie das genau aussieht. Ich meine aber, sie ist hier. Die ist da, müsste die sein. Wir haben einmal ein Gage-Geschenk, also wir haben hier bei den Herausforderungen einmal Gage-Geschenk, einmal Heimat-Oxokulte Jagd und eine Shaurya-Mancubus-Statue. Also wir haben sozusagen die drei Sachen, die es im DLC gibt, haben wir hier einmal auf der Map. Und ansonsten zwei Missionen. Wie gesagt, eine Hauptmission ist hier, eine Nebenmission ist hier und zwar hier in der Ecke mit Max Skywell. Den gab es schon beim ersten DLC, der probiert vom Handsome Jackpot abzuhauen, jetzt probiert er von diesem Planeten abzuhauen, ihr müsst ihm wieder helfen. Ganz, fand ich eigentlich actually ganz cool, dass der wieder da ist. Wir gehen aber auf jeden Fall erstmal los, bevor ich mich hier wieder zu lange verquatsche. Fand ich actually cool, dass Max da ist. Fand ich lustig, dass wir den wieder sieht und auch der Charakter, also dein spielbarer Charakter erinnert sich an ihn. Was natürlich komisch ist, wenn du das Handsome Jackpot DLC noch nicht gespielt hast und dann aber auf einmal sich der Charakter an Max erinnert und du den in Wahrheit noch nie kennengelernt hast. So, warum ich da oben lang gelaufen bin, verstehe ich an der Stelle jetzt auch nicht. Wir müssen mal gucken, nicht, dass ich schon zu weit rutsche. Nee. Wie gesagt, also in der Zone, das ist die Zone, bei der euch Hammerlock auf der Jagd begleitet. Viele haben sich ja beschwert, dass Hammerlock in Anführungszeichen nur so kurz da ist. Also euch nur in Anführungszeichen so wenig hilft. Bin ich ehrlich, fand ich aber komplett legitim. Ihr seid hier in der Hauptstory, müsst ihr da lang. Also geht's. Hoppala. Geht es da lang? Seht ihr das? Falschtaste. In der Burton Briggs Nebenmission kommt ihr nach hier hinten. Und dort habt ihr auch eine der schaurigen Mancubus-Statuen. Die seht ihr schon von Weitem. Sie heult natürlich rau rum, ne? Ja, die mag euch nicht. Einfach töten. Mancubus redet mit euch. Es ist eine. Ja, es ist. Genau, es ist eine Statue, die euch sehr viel beleidigt, die sehr viel gegen euch hat. Warum auch immer. Ich weiß nicht, was wir der getan haben. Auf jeden Fall, die ist hier rechts in der Ecke. Hier kommt ihr wegen der Burton Briggs-Nebenmission nochmal hin. Dran hängen, die Burton Briggs Mission gibt ihr nicht hier ab, deswegen sind hier nur zwei Missionen. Einmal die von Max Skyward und einmal die Hauptstory-Mission. Die Burton Briggs Mission gibt ihr nämlich im Jagdhaus ab. Und dann wird die im Jagdhaus angerechnet. Wir haben hier also die erste Mancubus-Statue. Ist. Die Mancubus-Statue fand ich. Also ist cool, dass es sie gibt. Also sie waren auch lustig, er hatte immer was Lustiges zu sagen. Aber Mancubus generell war mir sehr suspekt und hatte dann doch nicht so den Auftritt, den er eigentlich hätte vielleicht haben können. Wenn ihr das erste Mal hier seid, ist die Brücke nicht unten. Ihr müsst also sozusagen einmal hier rumgehen und die Brücke runterschießen. Wenn ihr sie aber einmal runtergeschossen habt, könnt ihr hier immer wieder lang. Das macht es natürlich für uns ein bisschen leichter im Moment. Wenn ihr hier in das Süßobstdorf kommt, hier sind natürlich Gegner, gehen wir einfach aber schnell mal nach rechts unten weg. Also direkt nach rechts rechts und dann haben wir hier in der Ecke den Gmorg. Einfach ein bisschen draufschießen. So, jetzt soll es natürlich leicht gehen. Ja, das ist nämlich eine Feuerwaffe. Natürlich ist die dann, sobald das Fleisch kommt, sehr effektiv. So, zack. Der Gmorg ist ein okkulte Jagd von Sir Hammerlock. Ist jetzt nicht wirklich ein spannender Gegner, wenn ich das jetzt so behaupten darf. Also wirklich, mit dem hatte ich kein Problem. Das findet man auch relativ gut.
Und wir gehen jetzt, man sieht es schon, weiter im Kreis. Ich bin kein Fan von so Zonen, die so linear aufgebaut sind, bin ich ja ehrlich, weil, wie gesagt, ich habe es ja auch schon am Anfang des Videos ein bisschen gespoilert. Man erkennt, wann was gemacht wird. Also man erkennt, dass das hier eine Boss-Arena ist, weil hier diese Kante ist, wo man nicht einfach wieder zurück kann. Und man kann, also man nimmt sich sozusagen, es ist zu simpel gestrickt manchmal. Gut, bei Borderlands, also beim Hauptspiel hatten wir sogar Zonen, wo wir nur mit dem Auto durchfahren, zwei Stück. Die waren natürlich noch langsamer, ja, nochmal langweiliger, wollte ich sagen. Langsamer und langweilig. Wie konnte ich das jetzt wieder vermischen? Das heißt auf jeden Fall absolut eigentlich uninteressant. So, schaffe ich den Sprung? Nein, natürlich nicht. War ja klar. Ui. So Zonen, also so wo du durchfährst, okay, die haben. War mal eine Abwechslung, gebe ich ja ehrlich zu. War mal eine Abwechslung, aber wirklich einen Sinn hat nicht. Hier, kurzer Hinweis, das ist keine legendäre rote Kiste, sondern es ist hier spawnt ein Rare Enemy. Also, wenn ihr den. Der ist beim ersten Mal bei mir gekommen, ich bin hier hochgeklettert und dann spawnt er hier. Also Rare Enemies bringen einem nicht wirklich was, die droppen manchmal ganz nice Legendaries, also zum Beispiel, so, hier muss ich jetzt erstmal alle Gegner klären. Oder was heißt ich? Eigentlich muss ich nicht. Ich mache einfach mal schnell. Ich sollte ja nicht so lange gehen. Ich spiele ja extra nicht auf dem Mayhem-Modi. Hallo, wo bist du? Da. Ach, Leute, auch nicht so kleiner. Hier ist der erste Ort, an dem wir eine wirklich, wirklich versteckte Kiste haben. Die anderen versteckten Kisten im Staubfänger-Archiv bzw. Fluchheim waren so: Ja, okay. Du musst einfach ein bisschen erkunden. Kann er mal aufhören, hier wegzurennen? Alter, holy shit. So, wir haben aber hier, nämlich. Ich hab's zum ersten, beim ersten Mal nicht gesehen, gebe ich ehrlich zu. Ich dachte, ich bin hier hinten nämlich rumgerannt und hab sie nicht gesehen. Hab dann aber da dieses Stromding zum Glück erkannt. Und da, hier sieht man's. Da. Kann ich sie schon pingen? Setze Markierung. Na, ich kann sie doch nicht pingen. Ist eine gute Wand. Da ist eine rote Kiste drin. Oh Gott. Also endlich mal wieder eine rote Kiste, die versteckt ist. Es hat mich. Ich weiß nicht warum, es hat mich gefreut. Auf jeden Fall. Wir kennen das System Stromkabel. Wir gucken uns das Stromkabel an. Hier läuft Wasser. Wenn das Wasser noch nicht läuft, müsst ihr hier auf diese rote Zielscheibe schießen. Da ist eine. Also man kennt's. Dann verfolgen wir das Stromkabel weiter hier hoch. Und dann hier in den Generator. Ich habe erstmal die ganze Zeit gegen den Generator geschossen, habe nichts gemacht, bis ich gecheckt habe, dass hier ein Knopf ist. Sobald der Knopf gedrückt ist, seht ihr, da geht das Türchen auf und ihr könnt wirklich die rote Kiste aufmachen. Und sie pingen. Und das heißt, die erste rote Kiste ist also sozusagen da drunter. Und es ist wirklich, es ist eine schöne rote Kiste. Ihr wisst gar nicht, wie ich mich gefreut habe, dass das so eine rote Kiste war, ne? Ich bin nämlich, also nach Endbossen, dass da eine rote Kiste ist, ist vollkommen okay. Aber zum Beispiel so Nebenmissionen-Kisten, wie wir sie beim Fluchheim im Friedhof hatten, dann, das sind keine roten Kisten wert, weißt du? Also gerade aus dem Hauptspiel, rote Kisten waren immer Sachen, die du wirklich suchen musstest. Die du also wirklich, wirklich hart, oder was heißt hart? Meistens nicht hart, aber du musst es wirklich ein bisschen nachgucken. Du hast sie nicht nach einer Nebenmission einfach hinterhergeschmissen bekommen. Wie gesagt, nach Bossfight ist das okay, dass du ein bisschen legendären Loot bekommst. Das ist absolut Beute, richtig da. so. Da beschwere ich mich nicht. Aber es ist, also wie gesagt, das war eine schöne rote Kiste. Freue ich mich drüber. Das ist so, man muss sich auch über die kleinen Dinge im Leben freuen. Also wie gesagt, ansonsten ist die Zone eher meh. Man ballert halt viel, man hat hier ein Rätsel, man muss hier einen Cocktail zusammenmischen. Für die, die sich da vielleicht etwas schwer tun, die Rezepte hängen hier an der Wand, also in der Reihenfolge, also ganz links Wasser. Ihr seht immer, was da oben ist. Ihr müsst das dann so, zack, zack, und dann, ne, und dann da mischen. Ihr wollt natürlich das geilste Rezept haben, ne? Also, The Flaming Maw. Ich habe mir den Namen gar nicht angeguckt. Was bist du? Du bist ein Musty Mule, also statt Moskau Mule. Und du bist ein Githian Twist. Ja, also nichts Spannendes, aber den wollt ihr mischen. Ihr geht dann auf jeden Fall weiter. Wie gesagt, bleibt eine sehr lineare Zone und das finde ich immer so ein bisschen. Also, ne, du hast hier wirklich keine Herausforderung. Und vor allen Dingen, wenn du das jetzt so machen willst wie ich, du hast absolut, du rennst wirklich einmal nur im Kreis. Wir haben hier Gates Geschenk. Wenn ihr hier unten lang geht, müsst hier unten lang wegen der Hauptstory. Werdet ihr automatisch darauf hingewiesen, dass hier ein Geschenk ist? Ihr werdet es auf der Karte vermerkt. Dann könnt ihr hier hochgehen. Hier hochklettern. Und dann habt ihr hier oben Gates Geschenk. Das steht, ich glaube, ziemlich genau. Nee, es müsste auf der. Da.
Das müsste hier stehen. Da flog eine Axt. Also steht genau hier auf der Ecke. Zack. Ist nicht wirklich. Also Gates Geschenke sind cool, bin ich ehrlich. Also von dem, was es gibt. Also, wir haben ja Hammerlocks Okkulte Jagd. Hoppala, das war jetzt eins zu weit. Ich bin da. Wir haben Hammerlocks Okkulte Jagd. Oh, hey. Hallo. So, danke. Wir haben Hammerlocks Okkulte Jagd. Schaurige Make-up-Statue und Gates Geschenk. Und ich bin ehrlich, ich fand Gates Geschenke storytechnisch zum DLC gesehen am geilsten. Weil das hat so Mancubus-Statue und okay, ne, das hatte sowas Schauriges wegen Mancubus selber. Hammerlocks Okkulte Jagd kennt man schon aus dem ersten Teil, ist jetzt nichts wirklich Neues, Spannendes. Sondern es ist einfach Gates Geschenke, die haben so eine kleine Geschichte, sie erzählen was. Das sind so Hochzeitsgeschenke von den verschiedenen Charakteren. Und die erzählen alle so ein bisschen was dazu oder schreiben was dazu, was Gates dann vorliest. Das ist schon cool. So, hier haben wir den Wendigo. Der Wendigo ist ein absoluter Motherfucker. Also, ich sollte eventuell nicht, wenn der feuerresistent ist, Feuer nehmen. Was habe ich denn sonst noch dabei? Ja, dreimal Feuer, einmal Eis, dann nehmen wir doch Eis. Das ist natürlich super. Muss ich den Wendigo eigentlich töten? Weiß gar nicht. Ja, muss man. Schade. Ach, weißt du, was? Geh mir hier auf den Sack, ey. Oh, ich hasse den Bug, ne? Wenn man von einem Status-Effekt betroffen ist und dann in den Iron Bear geht, dann bleibt der Status-Effekt länger oder beziehungsweise der Bildschirm wird so komplett zu. Ja, das ist jetzt natürlich sehr unpraktisch. Hui, der Wendigo ist echt ein Scheißgegner. Ich finde, der Wendigo, wenn ihr den farmen wollt, tut euch keinen Zwang an. Ich werde es auf jeden Fall nicht machen. Ja, das schaffe ich nicht. Ich muss kurz eine andere Waffe ausrüsten. Ich habe leider noch nicht so gut Waffen gefarmt, wie ich gerne gefarmt hätte. Weil, Überraschung, jetzt kommt etwas, was vielleicht viele wundern wird. Internetanbieter bei uns gerade unnormal am Sterben. Also, gut, ich mache jetzt kein Geheimnis draus. Wir haben zu Hause bei uns Vodafone-Unity Media. Und es geht gar nicht. Also, es geht legit niente. Das kann man sich nicht geben. Also, es geht im. Moment, warte, ich nehme mal kurz mein anderes, zack, damit das ein bisschen besser läuft. Ich hasse auch Gegner, die man besiegen muss, um weiterzukommen, ne? Es ist, also wie gesagt, wir haben Vodafone-Unity Media. Alter, der macht so viel Schaden, der Wichser, das ist unglaublich. Es läuft wirklich gar nichts die letzten Tage, das ist... Alter! Hallo, oh, mein Iron Bear ist noch nicht ab. Schön, ich bin tot. Warum krieg ich ihn so aufs Maul von dem, ja, ohne Witz hier? Vor allem, es gibt halt auch nicht hier so kleine Gegner oder so, also irgendwas, was du töten kannst währenddessen, um nicht aufs Maul zu kriegen. Ich habe doch in der Story nicht so von dem aufs Maul bekommen. Also wirklich. Ich habe aber Mayhem Mode aus, oder bin ich dumm? Ich habe halt echt keine Waffen für den. Es tut mir jetzt gerade leid, dass das jetzt lange dauert und ich mich so dumm anstelle, vor allen Dingen aus. Was habe ich denn? Na, ich habe ein bisschen davon. Die kann ich euch nur empfehlen. Die sind wirklich cool. Also eigentlich. So, wir probieren mal Katzmann gegen den. Vielleicht klappt das ja ein bisschen besser, auch wenn es jetzt Radioactive Katzmann ist. Aber ich hasse. Warte, ich hasse. Einen Augenblick. Ich hasse das nämlich, wenn das hier ist. Geht mir nicht auf den Sack. Danke. Ne, ich wollte die Katzmann. Hallo. Ja, Katzmann ist einfach dumm. Egal welches Element auf welchem Element. So, Korrosion auf dem Fleisch. Juckt ihn gar nicht, passt trotzdem unendlich gut. Also macht. Also der Wendigo ist wirklich ein Scheißgegner. Also wenn er euch trifft, also er hat viel zu. Also was heißt viel zu viel? Er hat ordentlich Leben, also mehr Leben als so zum Beispiel so ein Graveyard oder so. Und vor allen Dingen ist halt. Nein, du triffst mich bitte nicht. Und vor allen Dingen, wenn er euch trifft, er hittet echt hart. Also das ist zum Beispiel ein Feuerball. Ich habe wieder einen Bug gemacht. Ich bin's einfach, da bist du. Ja, du bist resistent gegen Feuer, halt die Fresse. Wo bist du? Ach nee, jetzt geh mir auf den Sack, ich wollte dich doch nur abschießen. Wo bist du? Ah, nee, du. Ach, guck mal, du bist klein. Jetzt kommt Kropfviech, was mir rein theoretisch das zweite Leben. So, hier, stirb einfach bitte, komm, geh mir nicht auf die Nerven. Verreck jetzt einfach endlich, damit ich hier weiter kann. Oh. Hallo, wo bist du? Okay, nicht, dann gehst du halt da. Ja, du bist ganz toll.
Komm, jetzt. Halle fucking Julia. Jetzt hätte er mir auch eine Legendary droppen können, wenn das mich schon so schwer ist. Also ich weiß gar nicht, warum ich mich so schwer angestellt habe. In der Story-Mission habe ich mich nicht so dumm angestellt und da habe ich auf dem Chaos-Modus, ich glaube 2, habe ich die durchgespielt. So, egal. Wir können... Warte, ich wechsle schnell, dann sind wir noch schneller. Wir können hier ganz entspannt weiterrutschen. Zack, zack, zack. Und hier oben haben wir dann, zack, die zweite rote Kiste. Und es ist eine Bosskiste. man kann sie relativ leicht verfehlen, bin ich hier ehrlich. Dem geht's nicht so gut. Weil ganz einfach, nachdem ihr den Boss fertig gemacht habt, wird euch gesagt, ihr sollt zurück zur Dingsbums reisen. Und ich bin ja ehrlich, ich neige ja dazu, mit dem neuen Schnellreisesystem direkt X zu drücken und einfach auf die Zone zu gehen. Also wenn wir jetzt zum Jagdhaus müssen, würde ich dann direkt hier zum Jagdhaus reisen. Ich habe es bei der Hauptstory habe ich es auf die harte Tour gelernt, wirklich alles immer abzugehen. Gerade so diese Bosskisten, weil es da doch mehr von gab. Als ich dachte, das ist Genevieve. So, war so der Klassiker. Die Kiste habe ich ewig nicht gefunden, weil ich nie in diesen Mini-Raum da gegangen bin. Holy shit. Auf jeden Fall haben wir dann hier die zweite rote Kiste. Das war's dann auch mit der Zone. Ich gehe sie nochmal schnell durch. Wie gesagt, es ist eine sehr lineare Zone, eine sehr langweilige Zone, um ehrlich zu sein. Wenn ihr hier rechts geht, hey, kannst du bitte das nicht anvisieren? Danke. Wenn ihr hier rechts geht, habt ihr einmal oben rechts die Mancubus-Statue. In der Obststadt unten in der Mitte, also in der Mitte sozusagen rechts, habt ihr die Hammerlocks Okkulte Jagd. Hier hinten habt ihr dann die erste rote Kiste, die ist da unten drin. Ihr müsst das Stromkabel verfolgen, den Generator anmachen und eventuell auf das Wasserding schießen, damit das Stromkabel mit dem Wasser verbunden wird. Es ist eine versteckte rote Kiste, finde ich gut. Danach geht ihr hier weiter, ihr habt hier Gates Geschenk, wirklich nicht versteckt. Wenn ihr hier lang geht, seht ihr es eigentlich schon, dass es da oben auf dieser Klippe hängt. Einmal außenrum springen, das Geschenk schnappen. Dann kommt ihr hier zum Wendigo, der Wendigo ist ein Arsch. Den müsst ihr besiegen, damit ihr hier durchkommt. Dann geht es einmal hier weiter durch und dann habt ihr hier die zweite rote Kiste. Ich habe viel zu lange für diese Zone gebraucht. Ich hoffe natürlich trotzdem, euch hat es gefallen. Ich hoffe natürlich trotzdem, euch hat es geholfen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Haut da rein.